So, Kamera läuft und Action. Auf geht's. Ihr Lieben, ich habe im letzten Part, nein, habe ich nicht. Ich habe offline mal hier die Felsen weggesprengt. Und da war eine Schatztruhe drin. Allerdings mehr nicht. Und da war einfach nur ein Opal. Das, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt nicht mache, sondern offline gemacht habe. Aber ich wollte es euch noch fix erzählen. Gut, dann geht's jetzt los. Wir wollen heute zur Zitadelle der Zeit. Und wollen da ja, den alten Mann treffen, ne? Weil der schuldet uns ja noch was. Wir haben alle 4 Schätze geborgen und jetzt ist er dran, die Abmachung einzuhalten. Er hat uns ja versprochen, dass wir sein Parasegel bekommen. Wenn wir es schaffen sollten, alle 4 Schreine zu machen. Also los. Alter, nerv nicht rum hier. Ich bin mitten in der Aufnahme. Was soll denn das? Okay, also, Attacke. Wir gehen hier rein. Da hinten geht's wohl schon ab. Mal dahin, Leute. Warum leuchtet's da so? Link wieder total fertig mit der Welt. Komm schon, Junge, du kannst es schaffen. Ah, beten. Okay. Dann lasst uns mal beten. Jesus, bist du's? Sieht nicht so aus. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Yep. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ja, ich habe euch ja schon gesagt, wenn man 4 Tempel schafft und 4 Zeichen hat, kann man was Schönes bekommen. Und jetzt ist es soweit. Wir können uns einen 4. Herzcontainer holen oder wir können unsere Ausdauerleiste zu einem 1/4 erweitern. Fürs Erste möchte ich gerne ein neues Herz. Du möchtest also einen Herzcontainer? Ja. So sei es. Und da ist er, Leute. Der Herzcontainer. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Und heilt dich wieder. Gut. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Mach ich. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Ja, ich sehe dich. Komm zu mir hoch. Soll zu dir hoch? Okay. Wie macht er das immer, dass der überall sofort ist? Der hat sich ja auch einfach in Luft aufgelöst, ne? Okay, wir sollen zu ihm hoch. Wir sollen zu ihm hoch. Wie soll ich denn da hochkommen, Leute? Ja, klettern, ne? Klettern könnte helfen. Okay, ich kletter einfach mal außen lang. Irgendwo ist bestimmt auch eine Leiter oder so. War nur gerade spontan blind, um sie zu sehen. Bevor ich jetzt eine Stunde suche, kletter ich da einfach so hoch. Okay. Boah, warum auch nicht, ne? Mal ja. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Wir haben nicht endlich Ausdauer. Obwohl, das schaffst du, Link. Komm. So, noch höher, ne? Komm schon. Oh, knapp. Oldewitzka. So, wo müssen wir hin? Darüber. Vorsichtig, jetzt nicht runterfallen, Link. So, geschafft. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon.
Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Garnon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Garnon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Garnon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Garnon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Garnon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Garnon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Garnon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie, Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Garnons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu.
wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Mhm. Nimm schon, das Parasegel wie versprochen. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Gut, wir haben es geschafft. Hauptquest erfüllt. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Frosch nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Okay, Leute, das war eine Menge Input. Neue Hauptziele, besiege Ganon und Hauptziel Impa die Weise. Das mit dem Ganon, diese Quest, die werden wir höchstwahrscheinlich eine ganze Weile haben. Könnten die aber markieren. Dann würde es uns sagen, dass Ganon sich hier oben befindet. Okay, nice. Das ist 1% der Karte. Das ist so übel. Das wollen wir natürlich aber nicht. Wir wollen erstmal zu Impa. Impa befindet sich hier. Da ist Kakariko. Guckt euch das an, das wird ein weiter Weg. Und wir wollen ja erstmal noch ein bisschen Plateau erkunden. Ich will noch ein paar Sachen hier machen, bevor wir abhauen. Zuallererst will ich diese Truhe aber öffnen. Das gehört dazu. Ein Soldatenbogen von 5 auf 14. Wer ist denn schon Weihnachten? Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also pass in der Nähe von Feuer auf, dass er dir nicht verbrennt. Aber meine Tasche ist mir wieder voll. Einfach immer voll, ey. Das ist so dumm. Gut. Wegwerfen. Den hau ich auch mal weg, dessen Vierer. Und los. Okay, der Soldatenbogen. Ja, so sieht das bestimmt besser aus. Zack und... So, dann würde ich mal behaupten, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar suche ich erstmal ganz nach oben zu klettern, ob da noch was ist. Weil das sieht mir schon irgendwie verdächtig aus, ne? Da könnte auf jeden Fall noch was sein. Komme ich hier irgendwie hoch? Ja, nein, komme ich nicht. Fuck. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich von hier klettern? Seh nix, Spiel. Ja, das war doch richtig, Link. Ich sehe halt nix. Raus. Und hoch. Da komme ich doch wieder nicht hoch. Ach doch, ich kann ja einfach die Außenwand drüber, ne? Das müsste gehen. Wenn ich das so mache. Ja, du musst schon klettern. Jetzt hängt der da, ey. Dein Ernst? So. No, und jetzt kommst du auch hoch. Nice. Okay, ruh dich aus. Weiter. Ja, geht doch. Man muss nur wollen, Leute.
Da ist auf jeden Fall was. Da ist auf jeden Fall was. So. A untersuchen. Du hast mich entdeckt. Ein Grog mal wieder. Für sie. Okay, wie viele Samen habe ich denn jetzt? 9. Okay. Dann lasst uns doch mal gucken. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht hier oben. Wollen wir mal... Ach doch, hier ist schon ein Grog. Okay. Boah, ich will trotzdem noch mal da umschauen. Gut, dann lasst uns einfach mal... Das ist also das Parasegel. Jetzt können wir schöne Kleiden teilen. Einfach nur gut, Leute. Einfach nur gut. So, da hinten ist auf jeden Fall der Schrein. Okay. Was ist das da? Das sieht verdächtig aus. Das ist auf jeden Fall auch eine Gegnerbase, oder? Oje, oje. Schauen wir mal, ob wir hier schon mal waren. Ich weiß es halt nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier. Na gut, ne? Einfach mal umschauen. Was geht hier noch? Ich glaube aber, die haben wir tatsächlich schon besiegt. So verlassen aus. Ja. Ich würde sagen, bringen wir mal die Kisten. Und der ein Apfel. Ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel. Und noch ein Apfel und noch ein Holzpfeil. Sehr schön. Seht ihr, Leute, wir finden überall was. Zack. Hä, warum hat es den nur den einen weggemacht? Ist das blöd. Nochmal. Sind zwei viele Kisten, ne? Ja, krass. Und das brauche ich nicht. Mehr Äpfel, die sind alle hier rüber geflogen. Nice. Da lag auch noch was. Aber erstmal sprengen. Eichel. Apfel, Apfel, okay. Okay, also, wir sind jetzt hier. Ja. Wir schauen uns weiter um. Wir wollen ja noch auch ein paar Crocs sammeln. Ich guck dann noch am Ende vom Part, ob der Croc in meinem Bett jetzt da ist, von dem ich schon weiß. Müsste jetzt eigentlich da sein. War ja anfangs noch nicht da. Müsste jetzt eigentlich da sein. Weil jetzt haben wir ja alles geschafft. Jetzt müsste der eigentlich droppen. So, theoretisch jedenfalls. Ansonsten weiß ich echt nicht, ab wann der auftaucht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, weiter geradeaus erst. So, hier ist der erste Schrein gewesen. Okay. Das da drüben. So, das Ding kann man weghauen, ne? Ja, das konnte man nur. Geht mal weg, ey, was ist los? Okay. Haut mal alle ab hier! Was wollt ihr von mir? Immer die gleichen Gegner. So, hier haben wir einen Croc schon gefunden. Okay. Hier haben wir schon den Croc gefunden. Krass. Ich will nicht in die Brühe. Ah, das. Okay, das sink ich ein. Scheiße. Ach ja, das ist der. Ist der Croc vom. Genau. Ist der Croc vom. Vom Baumstumpf, wo die Kette war, ne? Genau. Ich erinnere mich an den. Okay, Leute. Muss aber irgendwo, glaube ich, soll noch ein zweiter Croc sein in der Nähe. Den würde ich ganz gern noch holen in diesem Part.
weiß aber nicht, wo der ist. Oh, hier irgendwo in dem Gebiet. Vielleicht ein Baum, keine Ahnung. Einfach mal gucken. Dicke Bäume sind immer wichtig. Könnte schon was sein. In dem Fall aber wohl nicht. Noch ein fetter Baum. Da gibt's Eier. Guckt, jetzt habe ich mir zwei Eier gefunden. Besser als nichts. So, und hier ist noch ein Gegnerlager. Okay. Was denn? Ah, da geht's weg. Ja, hier gibt's noch eine Truhe. Und das sieht mir auch verdächtig aus, oder? Ja, lasst uns mal Action machen. Um. Oh, wie ist denn weggehauen, Alter? Sau. Ihr könnt da alle nix, ihr Loser. Busche. Was? Der lebt noch? Okay. Da los. Na dann komm her! Ich schau dich kaputt! Das mit einer Dreier-Wurf-Axt, ey. Bogen, ne, aber die Pfeile sind geil. Lebst noch? Ja. Wollte der mich gerade echt mit dem Tür? Stein bewerfen! Wie ist die alle weggekommen? Das ist so gut. Okay. Boah, die Waffe macht keinen Schaden. Aber die können halt nichts, von daher ist es egal. Gut. So, haben wir noch irgendwas Gescheites getroppt? Bockstock, ne. Ah, hier liegen noch 5 Pfeile. Das ist gut, die nehme ich mit. Pfeile sind in dem Spiel sehr wichtig. Und natürlich will ich wissen, was in der Truhe ist. Also los. Ein Opal. Na, das ist doch besser als nichts. So, und das hier sieht mir verdächtig aus. Da vielleicht noch ein Rock. Hä? Was ist das? Hier irgendwas. Okay. So, wartet mal. Da ist ein Krog, da ist ein Krog, da ist ein Krog. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Pumpe reinhauen oder so. Ah. Falls da noch was ist, finde ich's raus. Falls da was ist. Hier oben war man da schon. Ah, hier sind auch Eier, okay. Ja gut, Eier gehen immer, ne? Eier gehen. Da du da da. So. Warum war halt nichts? Okay, können wir noch hin? Wo können wir noch hin? Da liegt noch irgendwelcher Loot, der interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Weil das ist nichts Gutes. Ich hab immer von Twilight Princess einen Ohrwurm vom Ganon-Theme, wenn man in Schloss Hyrule ist. Das sieht interessant aus. Ja, vielleicht was. Ja, da ist was. Okay, da haben wir doch einen Krog. Krogsamen, yay. Ciao. Okay, das heißt, wir müssten jetzt 10 von 17 haben, richtig? Ja, wir haben jetzt 10 von 17 im Stadtgebiet. Dann gehe ich jetzt mich an meinen Stadtpunkt poppen. Der Hoffnung, das war hier, ne? Dass der jetzt in meinem Bett auch mal gedroppt ist, das wäre cool. Das wäre geil, wenn der Anfangs-Groggy mal da ist, ey. Das würde ich ja feiern. So, dann gucken wir mal. Ja.
4 Schreine gemacht, 10 Crocs gesammelt und keine Zeichen der Bewährung momentan. Das müssen wir dann mal wieder ändern. Sobald wir das Stadtgebiet verlassen, suchen wir natürlich so viele Schreine, wie es geht. Schrein des Lebens. Der Grog ist eigentlich voll fies, weil man geht für normal nicht nochmal hier zurück. Wo ist denn der? Der ist immer noch nicht da. Checkt das nicht. Der muss doch irgendwann mal auftauchen. Vielleicht geht das auch erst, wenn man das Stadtgebiet verlassen hat. Das finden wir demnächst raus. Im nächsten Part werden wir erstmal weitere Grogs suchen. Und ja, ich würde sagen, wieder einschalten, ne? Bis dann. Bye bye.